Guten Abend. In diesen Stunden wird der inzwischen auf der ganzen Welt bekannte George Floyd in seiner Heimatstadt Houston beigesetzt. Und die Trauerfeier für den Amerikaner hat neben all der Traurigkeit tatsächlich etwas sehr Feierliches. Um den von einem weißen Polizisten getöteten Schwarzen zu ehren, erschien die Familie Floyds in Weiß gekleidet. Und die sechsjährige Tochter Jana Floyd formulierte das, was sich viele seit dem Tod des Mannes wünschen: Mein Vater hat die Welt verändert. Verena Bünden. In wenigen Minuten malt ein Künstler auf der Trauerfeier das Porträt von George Floyd, dem Mann, den die Welt durch ein erschütterndes Handyvideo kennt. Bei der emotionalen Feier teilt seine Familie ihren Schmerz. Floyd hatte vor seinem Tod mehrfach "Ich kann nicht atmen" gefleht und nach seiner Mutter gerufen. Der Moment, wo er nach seiner Mutter gerufen hat, hat in den Ohren aller Mütter der Nation geklungen. Die Mütter der ganzen Welt haben ihn flehen gehört. Wir Mütter haben aufgeschrien für unsere Kinder. Und doch dominiert neben der Trauer auch Aufbruchsstimmung. Sie alle hier hoffen, dass Floyds Tod ein Wendepunkt wird, der zu grundlegenden Reformen führt. Joe Biden meldet sich per Videobotschaft. Wir dürfen uns nicht abwenden. Wir können nicht glauben, dass wir uns nochmal vom Rassismus abwenden können, der ins Tiefste unserer Seele sticht. Systematischer Missbrauch quält immer noch das Leben von Amerikanern. Wegen George Floyd debattieren die Amerikaner über die Methoden und Finanzierung ihrer Polizei. 74% befürworten laut Umfragen die friedlichen Proteste. Die Bewegung, sie wird breiter, vermutlich der größte Trost für Floyds Familie. Horst Seehofer ist eine gespaltene Persönlichkeit, zumindest rein juristisch. Als CSU-Politiker darf er sagen, dass die AfD eine staatszersetzende Partei sei. Als Minister darf er das nicht. Jedenfalls dann nicht, wenn er diese seine Meinung auch noch auf der amtlichen Seite des Innenministeriums veröffentlicht. So hat heute das Bundesverfassungsgericht geurteilt und dem Innenminister im Streit mit der AfD eine Niederlage beschert. Und zwar eine, die er sehr leicht hätte kommen sehen können. Claudia Kornmeier. Horst Seehofer hätte es wissen müssen. Schon 2018 hatte die AfD in einem ganz ähnlichen Fall gegen die frühere Bundesministerin Johanna Wanka geklagt. Mit Erfolg. Das Bundesverfassungsgericht entschied damals, wenn ein Minister am politischen Meinungskampf teilnimmt, darf er dabei nicht die besonderen Möglichkeiten nutzen, die sein Amt mit sich bringt. Nun hat auch Seehofer diese Grenze überschritten. Die AfD war von ihm in einem Interview staatszersetzend genannt worden. Als Parteipolitiker durfte er das zwar machen, als Minister aber nicht das Interview über die Internetseite seines Ministeriums verbreiten. Das, was Herr Seehofer da gemacht hat, war derbe Kritik. Aber wer viel austeilt, muss auch mal einstecken können. Das ist Gegenstand des politischen Wettbewerbs. Wichtig ist, dass hier nicht regierungsamtliche Ressourcen missbraucht werden. Die Bundesregierung betonte einen anderen Punkt des Urteils. Wir sind aber sehr erfreut, dass das Gericht in wirklich dankenswerter Klarheit festgestellt hat, dass auch ein Bundesinnenminister, auch Horst Seehofer, am politischen Meinungskampf teilnehmen kann, auch mit pointierten, ja auch harten Äußerungen. Abgewartet hat man das Karlsruher Urteil nicht. Das Interview wurde schon vor einer Weile von der Internetseite entfernt. Und weitere Nachrichten des Tages jetzt mit Linda Zerwachs. In Deutschland wenden sich immer mehr Menschen an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, etwa weil sie sich wegen ihrer ethnischen Herkunft oder ihrer Religionszugehörigkeit benachteiligt sehen. Das geht aus dem heute veröffentlichten Jahresbericht hervor. Bei einem Drittel der Fälle handelt es sich demnach um rassistische Diskriminierung. Die Corona-Krise hat hierzulande den stärksten Exporteinbruch in der Nachkriegsgeschichte ausgelöst. Der Wert der Warenausfuhren stürzte im April um mehr als 31% auf 75,7 Milliarden Euro ab, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Der Außenhandelsverband BGA spricht von Horrorzahlen. Die Koalitionsfraktionen sehen die frühere Verteidigungsministerin von der Leyen in der sogenannten Berateraffäre weitgehend entlastet. Im Februar musste sie vor dem Untersuchungsausschuss aussagen. Nun liegt der Abschlussbericht von Union und SPD vor. Demnach hat nicht die damalige Ministerin die umstrittenen Aufträge an Berater vergeben, sondern Staatssekretäre, so die Argumentation. Von der Leyen steht seit Dezember 2019 an der Spitze der EU-Kommission.
Derart menschenleere Strandbilder zieren normalerweise nur Hochglanzprospekte. Um Europas Urlauber ernsthaft glauben zu lassen, das könnten auch ihre Ferien sein. Das Irre ist, ausgerechnet auf der Insel, auf der es Einsamkeit nicht gerade gibt wie Sand am Meer, auf Mallorca nämlich, sieht es seit Wochen tatsächlich so aus. Doch ab Montag wird es wieder voller und die Deutschen sind die Ersten, die kommen dürfen. Quasi als Testtruppe für den Ernstfall, denn ab 1. Juli dürfen dann alle. Stefan Schaff. Bislang war es ein ganz besonderes Inselgefühl. Der Strand gehörte den Mallorquinern. Das wird sich nun ändern. Ein Sonderabkommen erlaubt rund 10.000 deutschen Urlaubern von nächsten Montag an die Einreise, obwohl im Land noch der Ausnahmezustand gilt und Festlandsspanier etwa nicht nach Mallorca reisen dürfen. Am Strand sind die 2-Meter-Abstände für Liegen und Sonnenschirme längst vermessen worden für die Deutschen. Ab Montag soll hier Urlaub geprobt werden. Die Touristen brauchen keinen Corona-Test. Sie müssen auch nicht in Quarantäne, die eigentlich noch in Spanien für Einreisende gilt. Wir wollen einen Korridor mit einem unserer wichtigsten Märkte, Deutschland. Denn das ist ein Land, in dem die Infektionslage genauso stabil ist wie hier auf den Inseln. Mallorca braucht dringend den Tourismus. Deshalb öffnen einige ausgewählte Hotelketten ihre plexiglasgesicherten Pforten. Einreisen dürfen jetzt im Juni die Deutschen, die vor der Corona-Krise bei Reiseveranstaltern wie der TUI einen Urlaub gebucht hatten. Es soll ein Probelauf sein, an dem sich die Kanarischen Inseln etwa nicht beteiligen, denn die wollten einen Corona-Test für Urlauber vorschreiben. Mallorca will zeigen, dass es auch ohne geht. Auch bei uns geht Sonnenbaden, morgen zumindest im Norden bei wohligen 24 Grad, im Süden schmuddeliger mit Regen und Gewittern. Und damit zurück zu Alexander Bommes und Thomas Broich.